Geht schon los? Ja. Okay. Hallo, wir sind bei den beleuchteten Brüdern und wir spielen natürlich endlich wieder Super Mario Bros. 3. Und ich komme nicht weiter. Start. Ich hab die Flut. Ja. Ach, ja, das ist ja so invertiert, die Scheiße hier. Invertiert? Na, dass man nicht so springt und läuft wie auf anderen, bei anderen Spielen. Wir haben uns nämlich versprochen, dass wir heute jedes unserer aktiven Projekte bei mir einmal mindestens spielen, weil wir so viel Zeit haben. Deswegen müssen wir auch kurz dieser Welt einen Besuch abstatten. Boah, das war cool. Mach das. Ich hält nicht lange an. Überhaupt nicht. Du kannst einfach über das ganze Level spielen. Rein. Dann kann ich ja nicht, da komme ich raus. Sicher? Nö. Oh. Hast du das früher gespielt? Nein. Ich hatte keine NES. Ich hab das bei Agge gespielt. Das ist auch ein Typ. Der hatte nämlich ein NES. Das war doof. Aber du bist schon im Ziel. Boah, das war ein Fiesi. Aber er hat mir 1000 Mark gebracht. You got a card. Wieder ein Level geschafft. Und es sind erst 1 Minute und 23 Sekunden vergangen. Ja, dieses Spiel ist, ich weiß es auch nicht. Also, um jetzt mal wieder ernst zu reden, ne? Ich bin mir sicher, dass es damals, boah, krass war. Ja. Ja. Was die Grafik angeht und Levelstruktur, es ist so viel zu entdecken, dass du scrollen kannst. Ja, vor allen Dingen, tatsächlich, wenn du es auch mal gegenüber Mario Brothers 1 stellst, und auch dem schrecklichen Mario Brothers 2. Das ist nicht schrecklich. Das ist auch schon eher schrecklich. Nee, das ist ziemlich cool. Irgendwie. Mario Brothers 2? Ja. Kann so gegenbumsen von der Seite. Ist ja schon gut. Auch die Musik ist ganz besonders toll im Vergleich. Aber es ist schon eher anstrengend zu spielen. Aber in Mario Bros. 2 sind auch tolle Musik. Das stimmt. Da kann man nichts gegen sagen. Und zum Beispiel hat es die Shy Guys eingeführt. Ja. Ich habe völlig irrtümlich mal erzählt, als wir Yoshi's Island gespielt haben, dass die da eingeführt wurden. Und das wurde durchgehen. Nee, von dir schon, ja. Und von wem nicht? Weiß nicht, hat jemand kommentiert. Ja. Unsere Fans sind klüger als du? NSDAP-Mitglieder. Die meisten. Die meisten Fans oder die meisten NSDAP-Mitglieder? Die meisten NSDAP-Mitglieder. Wir haben doch diese Level auch alle schon gespielt, oder? Ja. Aber wir sind ja Game Over gegangen. Ach herrje. Weil es ist so leicht. Bisher schon. Ich freue mich schon auf die Eiswelt. Ich weiß nicht, ob es hier eine gibt. Ach, bestimmt. Ich glaube, hier in diesem Schloss sind wir immer gestorben. Dem hier? Ja. Mann, das ist so fucked up, dass man nach rechts oben springt und nicht nach unten. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, es ist konträr zur Super Nintendo Tastenbelegung. Ja, und zu die, allen zu anderen. Die alle anderen übernommen haben, genau. Und ich behaupte, das Spiel ist dadurch erheblich schwerer. Also da sind wir immer reingelaufen. Genau da. Gut. Yeah! Check das, Bowser! Oh je.
schon ein anderes Spiel als das, was wir eben gespielt haben. Ja. Bin mir auch sicher, ich werde... Kann ich nochmal gucken, ob da rechts was kommt? Ja. Kommt nichts. Ich bin mir auch sicher, dass ich den Sprungverlängerer vermissen werde. Wer ist denn das? Das ist so ein Endgegner, wie inzwischen in jedem Mario-Spiel ist. Ja, aber... Wie Barry. Was ist das für ein Vieh? Oh nein! Pinguin! Aber das kenne ich doch gar nicht. Gibt's doch heute gar nicht mehr. Schade, es war gut bis dahin. Schade, ja. Hätten wir voll das Erfolgserlebnis gehabt. Es gibt ja wirklich Leute, die sich auch echt unsicher sind, ob das oder Super Mario World das beste 2D-Jump'n'Run ist von Mario. Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, das hat auch was mit nostalgischer Verklärung zu tun. Ja, wir haben Mario World, wie wir gesehen haben, auch heute noch den meisten Anforderungen Genüge tut. Hm. Aber nicht allen. Welchen nicht? Mal gegen Ende wird es ein bisschen unfair und blöd mit diesen... Upsi. Drückst du mal einmal auf die mittlere Taste? Ich... Dann esse ich jetzt einen Tuck. Kann ich auch schon. Mega. Ist geil. Mega Tuck. Mega Tuck. Mega Fuck. Upsi. Nein, falsche Meinung. Meinst du, ich schaff's? Mm-mm. Da habe ich gerade im Verderben. Hier sterbe ich in dieser Abschnitt? Mm-mm. Was hast du? Den Pinguin? Mm. Das, du wolltest wissen? Mm. Ob du es im einen Rutsch ganz durchschaffst, durch beide. Stachlis. Nee, ich wollte deine Einschätzung hören, ob ich diesen... Ja, das schaffst du. Der Pinguin ist sehr leicht. Das war nur gerade dusselig. Das ist ja, das wusste ich nicht. Er ist wie so ein Cooper-Panzer, der irre ist. Der einen verfolgt. Du könntest jetzt, ja, wenn du willst, könntest du ein Item benutzen. Du hast ja noch so einen Pilz. Ist er jetzt aus? Wann ist er ausgewählt? Jetzt? Ja. Oder jetzt? Jetzt. Jetzt? Ja. Sonst hättest du jetzt die Flug benutzen, wenn wir in eine Welt weiter vielleicht geworden. Ja. Das ist doch die Warp-Flut, oder nicht? Ja. Dann sollen wir die einfach benutzen bis zum Erbrechen. Bis wir uns in Bowser's Magen gewarpt haben. Nee, man kann ihn nur einmal benutzen. Ich glaube, das hätte den legendären Status des Spiels mehr noch zementiert, wenn du das damit gekonnt hättest. Ist ja früher auf dem Schulhof so, bist du schon beim Bowser's Magen angekommen? Aber bei Yoshi's Island war das ja möglich mit dem Magen des Frosches. Komm, das später gab es schon ein ganzes Spiel, Abenteuer Bowser, in dem Mario und Luigi im Magen von Bowser sich befinden. Ja? Ja. Für der DS oder 3DS, weiß ich nicht genau. Ne, DS glaube ich. Davon habe ich eingespielt. Es gibt ja diese Rollenspiel-Dinger. Ja, ja, davon haben wir. Das ist eins davon, das soll auch, glaube ich, das Beste sogar sein. Die sind auch ganz gut. Das habe ich auch gespielt. Hat Spaß gemacht. Fuck you. Das ist schon vorbei. Bip, bip. Tot. Das wäre schon vorbei gewesen. Womit denn? Mit dem Stachlis und die Tür wäre schon da. Ach so. Habe ich auch so eine geile Hilfe hier? Bringt mir beides nichts, ne? Was ist denn das P? Ach, so ein Flattermann? Ich glaube, so ich kann immer flattern. Ein bisschen was bringt das schon. Das ist aber ein anstrengendes Geräusch. Ja. Aber jetzt kannst du da drüber... Für die Stachis, ne? Ja. Wenn du es bis dahin... Und beim Pinguin habe ich richtig Vorteile. Was war das denn? Wir müssen Stachis an der Decke sein. Unsichtbare.
gemein. Schaffst du trotzdem. Wie gesagt, der ist nicht schwer. Nee, ist er auch nicht. Hallo. Dabei sieht er so fröhlich und freundlich aus. Ui, boah. Jetzt hüpft er auch noch. Gut. Damn. Hol dir den Orb. Orb, der Verdammnis. Magst du das öffnen? Ja. Wie magst du öffnen hier? Ich lege etwas auf den Tisch. Bitte? Danke, du hast nur Leben. Das reicht. Mehr habe ich in echt ja auch nicht. Nur $2. Ja, mehr habe ich. Guck mal hier, das haben wir doch auch schon gesehen. Ja? Bin ich sicher nicht vielleicht was so ähnlich aussah von hier? Oh, der hat gerade schon Füße bekommen. Hoppala. Continue. Ja, continue. Ach, du musst das machen wieder. Ach so. aber der Weg ist noch frei. Andi, nee. Für dich, da ist alles, was du geschafft hast, ist weg. Na gut, dass ich nicht so viel geschafft habe. Komisches Prinzip. Ach, verdammt. Aber hier ist ein Leben auf jeden Fall deutlich wichtiger und rarer. Und damit eigentlich auch Münzen. Es gibt voll wenig Münzen im Vergleich zu anderen Spielen hier. Es liegen nicht einfach so 3000 Münzen überall. Vor allem im Vergleich zu dem 3DS-Teil. Ja. Im zweiten 3... Nee. Im ersten News... Ach, scheißegal. Also, du hast... Stimmt. Dieses Spiel... Ich hab mich noch gegriffen. Ist so ein bisschen wie die Geschichte, wo Godzilla seine Eltern sucht. Und zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Gibt's das? Leider nicht. Jetzt bist du aber auf Mordsuche. Ich suche den Mord. Ist das eine Straftat? Mordsuche? Ja. Kommt auf einmal, wenn du ein Detektiv bist, ne? Naja, da wüsste ich jetzt ein Spiel, welches ich nicht erwähnen möchte, um nicht gegebenenfalls zu spoilern, da ist es anders. Weißt du, welches ich meine? Oi! Wo man auf Mordsuche ist? Ja, als Detektiv und trotzdem eine Straftat begeht. Ja. Hast du recht. Oh, ich habe nur noch 2 Leben. Sehr kurz nur hier. Das war halt noch kein Spiel für Pussys. Nee. Gott, überall der Tod. Lauern. Gott, der ist auch gefickt. Soll ich da mal. Da oben ist er wieder gefickt. Rausgefailed. Vorsicht. Die gab's auch nie wieder, ne? Nee. Und bei Mario schon mal einmalige Gegner noch. Als Teil. Ja, Pinguin. Uiuiui. Jetzt musst du nach unten. Schade. Ich hätte den Knopf gedrückt halten müssen. Hast du nicht? Nein. Weil ich hätte nicht leicht nach links lenken dürfen. Aber ich finde auch... Oh, geil. Schade. Wenn man ein bisschen sich reinspielt, macht es mehr Spaß. Als wenn man das nicht als kann. Als wenn man es so völlig besoffen einfach nur mal nebenbei spielt und gleich im Ziel sein will. Du, ich trinke nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man betrunken ist. Stimmt.
der Feuerflammer ist weg. Mann, wieso kann ich. Ach, ich kann ihn nur aufheben, wenn ich von der Seite laufe. Alles klar. Hast du gedrückt gehalten? Weiß ich nicht, was? Ja, den Festhaltknopf. Ja, den habe ich gedrückt gehalten. Aber wenn man von oben drauf geht, der nimmt den nicht auf. Das ist heutzutage nicht so. Nein. Man muss hier wirklich von der Seite gegenlaufen. Und eine Münze. Oh nein. Oh nein. Gut. Hast du da richtig gelohnt? Doch nur. Mein ganzer Begehr, der Begehr. Der Begehr von Syldorf. Warum hast du das? Falsch gemacht. Dumm. Ja, ist gar nicht so leicht. Nee, ich dachte, das ist kein Spiel für Pussys. Ja. Weil wenn wir erstmal durch in dieser Welt durch sind, dann kommen wir in den nächsten und es ist alles gerettet wieder. Aber du müsstest einfach mal dieses erste Level einmal schaffen. Hab ich doch schon. Nochmal. Darf ich wenigstens noch ein bisschen töten? Ja, ja. Töten ist gut. Das ist echt ein unnötiger Stern an der Stelle. Oh Gott. Er hat mich aufgefuttert. Er sah so hungrig aus. Ich dachte, das wäre schon das Ende. Noch ein Video. Ach nee, ja, scheiße.